Wieso? So, nochmal nachladen hier. Egal wieso, aber ich lade hier mal nach. So. Irgendwie ist es mir hier zu still. Gerade. Danger. Was ist hier los? Wir haben etwas. Hä? Okay, es ist menschlich. Ja. Hallo? Hi. Nur keine Panik. Sie sind jetzt in Sicherheit. Ah. Bitte verzeihen Sie die Überprüfung. Wir können kein Risiko eingehen. Okay. Dr. Freeman? Natürlich. Freeman? Tag. Sind Sie das? Natürlich. Wie sind Sie so schnell hergekommen? Da wird Ihre ja überrascht sein. Mit meinem schönen Luftboot. Ich bin Dr. Mossman, Dr. Judith Mossman. Ich hatte von Ihnen schon vor der Black Mesa-Sache gehört. Oh, aha. Black Mesa. Ich beneide Sie so, dass Sie damals mit Eli und Dr. Kleiner arbeiten konnten. Ja. Ach, das wär's. Sie können jetzt durch. Oh, danke. Dann gehe ich mal. Huh. Er würde mir nie verzeihen, wenn ich Sie warten ließe. Nee, ist klar. Ich glaube, wir sind jetzt dort angekommen, wo wir hingehören. Ha. Farm voll aufmunitioniert. Hilfe gebrauchen. Wir haben bislang schon viel erreicht, aber es würde so viel schneller gehen, wenn wir mehr Leute mit ihrer Ausbildung hätten. Ah, ja, ist klar. Wir sind die Besten. Einer verlässlichen Teleport-Technologie. Etwas, was die Combine nie geschafft haben. Ja, ist doch was wert. Ich glaube, ihre Portale sind stringbasiert, so wie beim Calabi-Yau-Modell. Doch sie haben die Dunkelenergie nicht berücksichtigt. So können sie zwar herkommen, aber sobald sie hier sind, brauchen sie den hiesigen Transport. Wenn sie wüssten, was wir mit Verschränkungen machen. Hä? Fachchinesisch? Ich klinge wie ein Postdoktorand. Ich freue mich nur so darauf, endlich mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Aha, ich werde hier aber nicht zum Arbeiten sein. Ach ja, Dr. Kleiner konnte das Zen-Relais viel stärker komprimieren, als er je erwartet hatte. Wir wissen nun, wie wir Zen quasi als dimensionale Wurfschleuder verwenden können, sodass wir durch die Grenzwelt schwingen und zum lokalen Raum zurückkehren können, ohne sie zu passieren. Ja, das interessiert mich sehr stark, Frau. Vor allem, weil ich alles gegen Null verstehe. Eli, schau, wen ich gefunden habe. So. Gefunden. Was heißt hier gefunden? Mein Gott, du hast dich keinen Tick verändert. Wie machst du das nur? Täglich Sport. Du solltest doch nach der Resonanzreaktion Hilfe holen. Ich hätte nicht gedacht, dass du dafür so lange brauchst. Herzlich willkommen im Labor. Ist nicht Black Mesa, aber für uns ist es genug. Jetzt, wo Dr. Freeman hier ist, wird es fast so sein wie in Black Mesa. Ganz genau. Leute mit MIT-Abschluss sind heutzutage knapp. Wir lassen dich vom Schutzanzug wieder in den Labormantel wechseln. Ich beende hier nur schnell was, dann kümmere ich mich darum. Dr. Freeman, es ist mir eine Ehre. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Ja, aber es gibt noch viel zu tun, bevor wir arbeiten können. Wieso? Wo soll ich hin? Hallo? Was ist denn hier drin? Sieht ja. Alex bringt mir so allerlei. Aha, gut zu wissen. Funktioniert fast wieder. Aber ich könnte schon verstehen, wenn du es nicht als erster testen willst. Ist wohl klar. Du erinnerst dich an Asien, meine Frau, oder? Ja. Und Alex sind alles, was ich aus Black Mesa retten konnte. Oh, das ist schade. Das ist natürlich sehr bitter. So, ich guck mich hier noch um. Nee, hier geht's nicht raus. Oh, Gordon. Sie wurde ah, hi. Gesehen, du wärst hier. Wie hast du das nur so schnell zu Fuß geschafft? Zu Fuß? Er hat deinen Rekord gebrochen. Ha, er hat's verdient. Denke, du hast bewiesen, dass du draußen zurechtkommst. Gordon, natürlich. Du könntest die einzige Ausnahme sein. Dad, bitte. ja, schieb uns auf die Seite. So, wo kletterst du jetzt hin? Schau dir das an, Gordon. Wart,
Wo bist du denn? Ah. Ui, schön. Und, was soll mir das sagen? Hallo? Dr. Breen. Er ist jetzt offiziell für die ganze Angelegenheit verantwortlich. Er beendete den 7-Stunden-Krieg und kapitulierte für die Erde. 7-Stunden-Krieg. Aha. Macht ja nix. So, ja. Ich geh mal hier raus, hä? Error. Ist ja toll. Hier kann ich nicht raus. Hier kann ich nicht hoch. Was mache ich hier denn? Blöd rumgucken? Alex, ich dachte, du wärst auf Wache. Ich wurde abgelöst, damit ich Gordon sehen kann. Ich sollte sowieso hier drinnen am Portal arbeiten. Die Reparaturen laufen gut. Die Kapazität des Thyristors wurde falsch berechnet. Soll ich jetzt schuld sein? Ganz und gar nicht. Es war ein Berechnungsfehler, kein mechanisches Problem. Vielleicht sollte ich dann nächstes Mal die Berechnungen und die Installation machen. Alex, wirklich? Manchmal denke ich, du willst mich nicht verstehen. Alex, warum nimmst du Gordon nicht mit und lässt ihn mit dem Graviton üben? Graviton? Ja, komm mit, Gordon. Jetzt ist richtig lustig. Der Nullpunkt-Energiefeldmanipulator ist kein Spielzeug. Lass uns gehen. Guck nicht so böse. Ja, lass uns raus. Ich habe eh schon nicht mehr gewusst, was hier los ist. Was ich machen sollte. So. Also schon. Ja. Auch ihretwegen bin ich so oft draußen. Sie redet dauernd davon, was sie in der Versuchskammer bei Black Mesa getan hätte. Ah. Okay, ich sollte sie nicht so schlecht machen. Hier unten wird es noch manchmal zu eng. Ja. Könnte sein. Das ist der alte Weg nach Ravenholm. Da gehen wir nicht mehr hin. Wieso? Los jetzt. Ja, du bist hier jetzt ewig rumgestanden, blöde Frau. Was soll denn das? Ich check's nicht. Steht hier ewig rum und dann... Ja, komm schon. Ich weiß ja nicht, wohin. Schlimm mit euch. So, Ladedaten. Natürlich. Muss ja auch wieder sein. Ist ja auch nicht verkehrt. Müssen wir ja mittlerweile. Ja. Mittlerweile wird schon langsam. Also, wir sind mal hier durchgekommen. Und jetzt bin ich gespannt, was wir hier jetzt Schönes zum Spielen bekommen. Wieso beobachtest du mich immer so komisch? So, habe ich Scheiße im Gesicht? Der Schrottplatz. Oh, toll, das ist schick. Das Graviton, von dem mein Vater sprach. Kannst es auch nulldimensionalen Energiefeldmanipulator nennen, wenn es sein muss. Oder Gravity Gun. Ist eigentlich für Gefahrgut gedacht, aber wir nehmen es hauptsächlich für schwere Lasten. Versuch es mal. Der erste Zug löst eine Entladung aus, die Dinge um- und fortstößt. Ist gut zum Räumen von Minenfeldern. Was? Mit der vorherigen Waffe? Hä? Du kannst du Sachen nehmen. Mit dem Erstabzug wirfst du sie. Wenn du etwas genommen hast, kannst du es mit dem Zweitabzug auch sanft absetzen. Nimm etwas auf und wirf es. Pam! Weg damit! Haha! Pam! Macht dir direkt Spaß! Du kannst Sachen auch heranziehen. Hol mal diese Fässer von da oben runter. Wo? Ah, da. So. Macht ja direkt Spaß. Und wie das Spaß macht. Pum. So, und jetzt? Du stapeln, damit du rauf kannst. Komm hier. Oh, ups. Ich sollte stapeln und nicht werfen. So, komm her. So, du kommst. Versuch mal Sachen zu stapeln. Nimm das mit dem Zweitabzug auf und setze es damit auch wieder vorsichtig ab. Ja, danke für das nette Tutorial. Okay. Aber das muss nicht unbedingt. So, ich folge dir. Ja, spring wieder runter. Ich stehe auf dich.
Oder auf dir. Eher gesagt. So. Lass mich Doc rufen. Apportieren hat's ihm angetan. Okay. Netter Kleider. Okay, Hundchen. Ich hab Angst vor Hunden. Vor allem von großen mechanischen. Hallo, Doc. Ist ja direkt knuffig. Guten, das ist Doc. Dad Hi. Damals, damit er auf mich aufpasst. Das erste oh. Modell war nur so hoch. Seither habe ich ihn down verbessert. Nicht wahr? Oh, auch nicht schlecht. Sehr findig, die Kleine. Nimm das Kapitron dafür. Oh ja. Also los, Doc. Wirf. Hallo? Was wirfst du? So, wirfst du? So, jetzt muss ich die Sachen hier fangen. So, ich werf wieder zurück hier. So, wie oft machst du das jetzt? Natürlich. Ball? Das nenne ich Stein. Der ist ja geil. Der ist ja geil, der Ball. Hol den Ball. Braver Junge. So, immer hin und her spielen hier, oder was? So, komm. Wirf rüber. Macht Spaß, Hundchen? Da freut er sich, der Kleine. So, wirf präziser hier hin. So, ein bisschen Umgang. Aha, schön zu wissen. So, hier hast noch mal. Ja, macht schon Spaß mit der Waffe. So. Was denn? Nicht die. Bin schon dabei. Oh Mann. Was ist hier schon wieder los? Habe ich die jetzt zu stark angelockt? So, der Hund kommt mit. Braver Hund. Hörst du mich? Alex, Liebchen. Was ist da drinnen los? Wo bist du, Alex? Wir stecken in der Schrottplatzschleuse voller Autozyklus. Ist Gordon noch bei dir? Er ist hier. Gut, ihr zwei solltet jetzt. Dad? Bring Gordon hier raus. Geht an die Küste. Geht nicht durch, Raff. Dad? Dad! Verdammt! Dort macht die Schleuse auf. Hol uns hier raus. Okay. Was ist denn jetzt kaputt? Schneller, jetzt! Nimm sie auseinander, wenn nötig. Du machst sie auf. Das reicht jetzt, Doc. Komm schon, Gordon. Ja, ich komme hier nicht durch. Ich lauf dir doch hinterher. Scheiße. Boden, du musst hier raus, unbedingt. Ich bleibe bei Vater. Ja, mach das. Bring Gordon zum Ravenholm-Tunnel, dann komm wieder her und such mich. Schneller. Okay, mach auf hier. Okay, ich folg dir, Hund. So. Ich gehe hier mal durch. Ciao, Hund. Ciao, Dog.
So, jetzt sind wir aber wieder auf uns alleine gestellt. Jetzt auch mit Gravity Gun hier im Anschlag. So, mit der kann man schon ein bisschen mehr anstellen. Ein bisschen mehr Scheiß machen. Wie das hier zum Beispiel. Einfach sich hier mal den Weg frei ümmeln. So, was ist hier jetzt? So, hier ist eine Leiter. Okay. So. Und wie komme ich jetzt hier hoch? Wie komme ich hier hoch? So, hier ist eine Schnur dran. Eine Schnur, sage ich schon, ein Kabel. Aber außer ein paar Dellen ist hier nicht viel gewesen. Na. Hier schon wieder so ein ominöses Ding. So. Zwischen der Brechstange und dem Ding hin und her wechseln. Ist auch schön. So, wo sind wir jetzt? Ah. Nee, egal. Für heute. Ich verabschiede mich für heute und dann geht es das nächste Mal weiter. Ciao, bis nächstes Mal.